Iva had one final gift he had to recover, the gift of the winds. So he traveled to the Windstone, far on the western coast of the island. When he arrived, the Allmaker spoke to him, giving him his final task. Find the greedy man and release the wind from its captivity. So, Iva wandered the land in search of the greedy man. He looked in the trees, but the greedy man did not hide there. Nor did he hide near the oceans or the deep caves. And the beast had not seen him in the dark forests. Finally, Iva came to a crooked house, and he knew that here he would find the greedy man. "Who are you?" shouted the greedy man. "That you would come to my house." "I am Iva of the Skull," said Iva. "I am not warrior, shaman, or elder. If I do not return, I will not be missed. But I have returned the oceans, and the earth, the trees, the beasts, and the sun. And I will return the winds to my people, that we may feel the spirit of the Allmaker in our souls again." And with that, he grabbed up the greedy man's bag and tore it open. The winds rushed out with gale force, sweeping the greedy man up and carrying him off far from the island. Iva breathed in the winds and was glad. He walked back to the Windstone, where the Allmaker spoke to him a final time. "You have done well, Iva. You, the least of the Skull, have returned my gifts to them. The greedy man is gone for now, and should not trouble your people again in your lifetime. Your Allmaker is pleased. Go now, and live according to your nature." Und damit, liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 3 Morrowind Blood Moon. Ich bin natürlich euer, euch liebender Love Giant. Und wir beginnen sofort mit dem ersten Quest der Skull-Prüfung. Und das ist in dem Fall natürlich der dem Skull Village am nächsten ist, nämlich der Windstone. "Travel south and east of the Lake of Ice to Glenshul's tomb and free the winds from the greedy man's bag." "As I approached the Windstone, I saw a magical writing appear on its surface." It read, und dann haben wir genau das, was wir gerade gesehen haben. Muss trotzdem nochmal nachschauen, weil ich schon wieder vergessen habe. Und zwar, travel south and east, also nach Südosten. Alles klar. Von Lake Fjalding ist natürlich gemeint. Das heißt, von hier aus schräg nach unten. Ich glaube übrigens, auf dem Weg liegt sogar Thirsk. Naja, mal schauen, ob ich damit richtig liege. Aber erstmal müssen wir natürlich zu Lake Fjalding. Und falls sich hier uns währenddessen, wie zum Beispiel da hinten, dieser Bristleback sich uns in den Weg stellt, werden wir den natürlich sinngemäß und fachgerecht legen. Dafür stehen wir mit unserem guten Namen. Okay, unser Kollege braucht hier extrem lange, deswegen holen wir ihn direkt wieder treu an unsere Seite. Ich glaube übrigens, ich werde nach der Session schauen, dass ich nochmal nach Wadenfell gehe und noch ein paar Arrows mitnehme, denn wir haben nur noch 62. Ansonsten habe ich halt nur Enchanted Arrows und eben diese Ebony Arrows sowie, obwohl Silver Arrows. Wir haben, glaube ich, auch noch Quests mit Werwölfen. Da werden die auf jeden Fall auch noch eine große Rolle spielen. Vielleicht können wir auch ein bisschen, ein bisschen sparen, würde ich sagen, indem ich hier noch unseren Freund Etranak das Ganze hier regeln lasse. Aber allzu krass ist er dann gegen Bristlebacks anscheinend doch nicht. Ich hoffe mal, dass sich hier in unserer Abwesenheit nicht Wadenfell allzu krass verändern wird, dass unser Edgemark eben auch da nichts bringt, aber... Nee, er hat schon was drauf. Er hat schon was drauf, definitiv. What the fuck? Warum sind hier zwei? Reicht das von hier aus? Ja. Bin mir nicht sicher, ob der Wickling hier hochgekommen wäre, aber warum soll man hier ein Risiko eingehen, ey? Ja komm, Dispose of Corpse, damit wir mal schauen können, ob wir hier noch irgendwas haben. Common Belt. Es können gute Sachen sein, kann aber auch extremer Mist sein, den Ringlinge mit sich tragen. Meistens ist es leider Letzteres. Der Kollege ist schon mal ein bisschen schneller. Könnte eventuell daran liegen, dass der andere durchs Wasser watschen musste und die vielleicht doch nicht so ganz... Moment. Ja. Nicht ganz so eis- und wasserresistent sind eventuell.
Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher, wie das bei Pokémon-Typen genau war. Aber ich glaube, Eis war sehr effektiv gegen Feuer oder war es umgekehrt? Ich weiß nicht, was mehr Sinn macht, ehrlich gesagt. Ist das Lake Fialding? Ja, definitiv. Haben wir nicht hier irgendwo in der Nähe? Ne, hier nicht. Ah, hier hinten. Sehr gut. Hier hinten haben wir das Thirsk. Das Methaus. Das kann man auch schon mal schauen, dass das direkt auf unserer Karte vermerkt ist. Und ich weiß übrigens, hier sind Hollow Tree Stumps. Und da ist extrem krasser Loot drin. Ne? Die übergeht man gerne mal meistens, weil es eben einfach nur ja leere Stumpen an Bäumen ist. Hier ist er, genau. Nice. Und hier haben wir extrem krasse Sachen, wie ihr gerade hier seht. Also lohnt sich ordentlich. Wir haben hier Treachery. Constant. Fortify Security. Get in my... Was ist das eigentlich? Ah, ich habe das... Ja, das ist ein Handschuh. Okay. Get in my inventory. Fortify Sneak. 20 points on self. Get in my inventory, you beautiful piece of awesomeness. What the fuck? Marks. Constant. Oh. Okay. Okay. Ebony Arrow of Slaying. Damage. Health. 5000. What? Okay. Das sind... Okay. Okay. Bloodstained Note. Here is the equipment. Here is the equipment I told you about. Remember, the weak deserve no mercy. Von E. Okay. Und hier haben wir Shadow String. Poison 5 for 20 seconds und Chameleon 200 to 100% for 20 seconds. Holy Ballsack. Also ich wusste, dass im Hollow Tree Stump geile Items sind, aber dass die so krank sind. Ich glaube, es gibt zwei. Oder gibt es noch mehr? Gibt es noch mehr? Dachte, die wären gekennzeichnet, aber anscheinend nicht. Aber es macht Sinn. Warte, verliere ich fast meine Stimme. Macht auf jeden Fall Sinn, wie ihr sehen könnt, mal diese Tree Stumps zu erforschen. Ah, hallo. Du bist, glaube ich, dann unser Händler, wahrscheinlich. Hail, Traveler. I'll tell you about my wares, but by now you're probably aware of my craftsmanship. My weapons are unmatched and I make a lot of the fine bear and wolf armor that many of Zoltzheim's Nords are so fond of. I must admit, though, I'm growing wary of patching together the same old wolf and bear pelts. In truth, I long to test my abilities on and make some custom fur armor using the pelts of Zoltzheim's more exotic animals. Da kommen wir gleich dazu. Kann ich dir denn diese, da wir gerade von Pelzen gesprochen haben, kann ich dir die denn andrehen? Das war mir schon fast irgendwie klar. So, ich habe schon mal ein paar Sachen verkauft. Der hat nur 600 Gold allerdings, aber ich muss auf jeden Fall ein paar Sachen loswerden, weil das wird langsam ein bisschen zu schwer, was ich hier alles mit mir trage. Und wie wir mittlerweile schon gemerkt haben, ist die Gefolgschaft von Zoltzheim extrem angetan, was wir ein bisschen resten müssen, glaube ich, damit ich ihm noch ein paar Sachen mehr verkaufen kann, weil wir brauchen definitiv ein freies Inventory. Aber ja, die sind sehr große Fans von Waffen mit Paralyze-Effekt. Das wissen wir mittlerweile schon. Eins bis fünf. Ich warte mal. Ich glaube, es ist ein Quest-Item. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist ein Quest-Item. Deswegen lasse ich es erstmal im Inventory. Und wir werden jetzt ein paar Sachen unter Wert verkaufen. Aber Shadowstring behalte ich. Das bringt uns zwar nichts, aber ich behalte es auf jeden Fall. Moment, ich wollte mal schauen. Das war, wo sind die Gloves, die wir gerade gefunden haben? Da ist es. Fortify Sneak und Fortify... Wo ist der andere? Ja. Fortify Security und Sneak. 20 Points. Und das war Sneak 20 Points. Fuck. Na gut. Na gut. Nimmt anscheinend dann wirklich nur Waffen. Okay. Dann verkaufen wir es halt unter Wert. Obwohl, nee, ich kann... Ah, nee, Moment, ich habe eine Idee. Hoho, da ist anscheinend ein ganz schlauer. Ich leg die Maces und alles, was hier ein bisschen teurer ist, einfach mal hier hin. Und dann holen wir uns das einfach später ab, wenn die Waffen dann noch da sind, heißt es. Nicht, dass der Kollege irgendwie damit abdüst oder so. Hier war doch noch hier der hier. Den wollte ich noch loswerden, weil der ist nur 800. Und da kriegen wir ein bisschen was von ihm zumindest raus. Die legen wir hier ebenfalls ab. Jawohl. Okay.
Wunderbar. Wunderbar. So, was war hier? Custom, Snow Wolf, okay. It's simple. You bring me the Snow Wolf pelts and gold, and I'll make a piece of custom light Snow Wolf armor. I even have a special method of treating the fur that will enhance the natural protective properties against frost. Oh, also auch mit Enchantment. Wenn das konstant ist, krass. Whatever the, das einzige Nachteil ist, es gibt, glaube ich, keine limitierte Anzahl an Snow Wolves und Snow Bears. Und ich glaube, die kriegen pro Tier kriegen wir direkt zwei davon. Also zweimal Snow Bear und zweimal Snow Wolf Pelt pro Bär und pro Wolf, logischerweise. Ich glaube, die sind nicht limitiert, da die ja einfach randommäßig reinspawnen in die Map. Sind aber allerdings extrem selten und die findet man eben auch wirklich nur in den tiefsten Schneegruben in Morrowind, in Solstheim oder auf Solstheim. Whatever you order will be ready in 24 hours. Take the scroll, it lists my prices and requirements for each piece of armor. If you're interested and you have enough pelts and gold, talk to me again. I'll fire up my forge and you'll have your new armor in a day. Snow bear armor. Ooh. You bring me the snow bear pelts and gold and I'll make a piece of custom snow bear armor. Haben wir das schon? I'll have it ready in 24 hours. You've got my list and prices and pelt requirements. Which piece of armor were you interested in? Ah, also haben wir das anscheinend doch schon. Mal I'm curious. Without the right material. Come, friend. I make the best armor on all of Solstheim. Sicher doch. Okay, lass mal hier sehen. Ja. So, was brauchen wir hier? 5 Snowbear Pelts and 6000 Gold für ein Snowbear Cuirass. Und ich denke mal, die ganzen Wolf-Dinger, da brauchen wir 5 und auch 6000 Gold. Weißt du, was der Unterschied dann ist? Ich dachte eigentlich, weil Wölfe von Haus aus ein bisschen schwerer zu legen sind, geben die ein bisschen mehr Armor oder so. Aber die Preise sind zumindest genau gleich. Und auch die Requirements. Vielleicht ist es einfach nur, was wir denken, was cooler aussieht. Wäre auch mal nicht schlecht. Aber gut. Haben wir so viel? Ja doch, wir haben so viel Gold, oder? Ja, natürlich. Das ist schon eine Frage. Wie gesagt, die Dinger sind zwar selten, aber wir können ja mal sparen auf einen Cuirass. Und wenn es ein konstanter Frostschutzeffekt irgendwie ist, dann geile Sache. Hier in Thirsk übrigens gibt es natürlich auch eine Sidequest, die hat einmal mit ihm hier zu tun. Oh. You should speak to Skulder Wolfrunner. He's the chieftain of this hall and wishes to meet all new arrivals. Gerne doch. Hier, Erich. Keep your distance, friend, if you want to keep your head. Ja, ist klar. The Unworthy ist ein guter Name für ihn auf jeden Fall. Das passt definitiv. Und er ist mit einem Quest in... mit Ravenrock involviert. In gewissem Sinne. Und wir schauen mal, hier haben wir Skulder Wolfrunner. Hail, good, I only love Olation Days Junior. Skulder Wolfrunner is my name. I am the chieftain of Thirsk and welcome... Yeah, and welcome you to our home. You'll not find a better meat hall anywhere. Ist auch die einzige. Not even in Skyrim. For 100 years... Interessant. For 100 years, Thirsk has withstood all manner of attack from the snow and hail to those infernal reeklings, but the meat hall still stands and its hospitality is unmatched. Please stay and relax, enjoy our fine drink and seek shelter from the cold. Here, my friend, taste the nectar of shore. Ne, Moment, hier, meat. Meat is fermented honey wine. It is a strong drink brewed by strong Nords. The meat here at Thirsk is shipped all the way from Skyrim. Enjoy our mead and kinship. Ich dachte, das ist besser als in Skyrim. Warum wird es denn von Skyrim hierher exportiert? Müsste das nicht normalerweise umgekehrt sein? Naja. Oh, hier haben wir übrigens Skull of Gris the Yellow. Okay, gut, interessant. Wo ist denn hier der, von dem ich hier Mead bekomme? Oh, Mann. Da habe ich gerade noch was gesehen. Oder? Ne, doch nicht, never mind. Ah, hier, Bala. 10-mal, hier, Dings hat sie. Das ist wahrscheinlich das Einzige, das sie auch annimmt, ne? Ah, ne, Sujama nimmt sie auch an, perfekt. Dann gebe ich ihr noch ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Das hier. Und das hier. Bam. Und ich glaube, ein bisschen Miet hatte ich ebenfalls.
Ja, einen kippen wir uns hinter die Kiemen, einen kann man sich ja mal gönnen. Du hast keine Kohle mehr, ganz vergessen. Safe nochmal eben. So. Aber anscheinend sind die auch alle ausgestattet von dem Kollegen, der da draußen sein Unwesen treibt. Hier kippen wir uns einen Met hinter die Birne. Boom. Gibt uns Minuswerte auf Agility, aber ein plus 30 Boost auf Strength. Gar nicht mal schlecht. Und welcome to Theosk, Wood Elf. The meat is a splendid blend imported all the way from Skyrim. Drink up. Ja, hier kannst du dann komischerweise normal reden. You'd best stay out of his way, friend. He's as mean as they come. Okay. Okay. Andrelheim? Ah, okay. Der Kollege ist auch dicht. Alles klar. Und wir haben hier oben übrigens, ich kann immer ja durchgehen, also wir können uns hier auch schlafen legen quasi, was ganz cool ist. Und wir haben hier eine Chamber. Stimmt, das waren hier. Der Kollege nimmt, glaube ich, auch nur Bücher. Oh, ihr seid alle so doof. Also irgendwie ein Buch dabei, was ihm eventuell gefallen könnte. Ja, den Treasury Report vielleicht. The Locked Room. Gerne. Ich hätte übrigens noch, weil habe ich jetzt irgendwie Blut geleckt, sage ich mal. War eine Metapher. Und zwar werde ich definitiv noch die ganzen Bücher, die es hier gibt in Skyrim. In in Morrowind und Blood Moon natürlich vertonen übrigens. Darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Greetings, I only love a legend, that is Junior. My name is Beredite Jastal. Perhaps you'd like to buy one of my books. I am a bookseller by trade, but my real passion is writing. I recently finished two scholarly works, Thirsk, a History, and Suvengarde, a Re-Examination. I have copies of both for sale, among others. I came to Thirsk all the way from Cyrodiil, by way of Vardenfell. My father once visited Solstheim, you see. And as a boy, I was intrigued by his exciting nature stories of the Nords. I was particularly fascinated with this very mead hall, its residents and their adventures and things like that. I arrived here over a year ago and have been living among the Nords ever since. I've been chronicling their lives and recently collected enough data to complete my History of Thirsk. Suvengarde, a re-examination. The Nords believed that the god Shore constructed a magnificent fortress where valiant Nord warriors may live forever, feasting, fighting, basically doing everything Nords like to do. The trick is finding the way in. According to legend, the entrance to Suvengarde is hidden, and only those who take up the search may ever find the way in. But according to my research, which I've chronicled in a new book, The Way into Suvengarde, isn't quite what they thought. Ah, klingt interessant. Aber, Moment, wie viel kosten die Dinger denn? Lass mal sehen. Also die beiden Bücher klingen definitiv interessant. Suvengarde, oh, 75 nur? Okay. Verkauft er eventuell unter Wert? Ja. First Guess. Beide, okay, 75. Preiswert, mein Freund. Preiswert, nicht schlecht. Okay, schauen wir mal durch. Hier können wir uns zum Beispiel einmal schlafen legen. Ist jetzt nicht das Beste, aber es hat ja diesen typischen Charme. Und hier ist auch nochmal Glas. So kann man sich auch nochmal schön eindecken, wenn man möchte. Hier ist nochmal House of Troubles, noch ein kleines Buch. Also das ist ja schon der VIP-Raum schon eher. Aber das Interessante ist natürlich der Raum hier. Der ist nämlich mit einem Lock Level 50 versehen. Dazu, wie gesagt, kommen wir aber noch. Also, wir haben ja auch gerade... was war es? Locked Door oder so? Oder Locked Room? Das Buch gerade eben verkauft, also kleiner Wink im Zaunfall in der Hinsicht.